Heute machen wir den Fesselknoten. Wie beim einfachen Halbmastwurf überkreuzen wir die Hände und legen das so hin. Aber dieses Mal nehmen wir diese zwei Enden hindurch und jetzt können wir hier unsere Hände hineinlegen und jetzt kann man hier anziehen und wenn man dann so, Knoten mitkommen. Macht. Ah!